Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Turniervideo hier auf dem NoGeist-Kanal. Heute spielen wir den, ich meine, achten, steht hier gar nicht dabei, aber ich meine, es ist der achte Mythic Invitational Qualifier. Für diejenigen, die das System nicht kennen, wenn man sich auf dem Mythic Rank befindet, hat man die Möglichkeit, sich in die Top 1200 Spieler zu spielen. Und wenn man dort noch drin ist am Ende des Monats, qualifiziert man sich für den Mythic Qualifier. Das ist ein bis zu zweitägiges Turnier. Wir spielen, bis wir zwei Runden verloren haben und wir können bis zu 10 Siege erringen dabei. Also, das kann entweder ein sehr, sehr kurzes Video werden oder ich werde es auf verschiedene Videos aufsplitten müssen, je nachdem, wie lang die Runden gehen und wie weit wir kommen. Ich meine, wir müssen etwa 7 zu 2 erreichen, um morgen weitermachen zu können. Und jeder Sieg gibt uns 200 Gems. Und das Hauptziel wäre, die Einladung zur Mythic Championship zu erspielen. Wir spielen heute Jeskai Fires. Ich werde dazu noch ein Decktech hochladen. Kurz gesagt, spielen wir Fires of Invention und Mass Removal. Und dann Kreaturen, die gleichzeitig auch noch Mana Sinks darstellen. Im Detail seht ihr das gleich. Ja, ich würde sagen, damit starten wir auch einfach direkt mit dem Turnier. Los geht es. Das Turnier ist natürlich Best of Three. Mit Sideboards. Und wir spielen gegen Quandary. Wir dürfen anfangen und das werden wir auch tun. Wir haben Removal, wir haben Sphinx der Vorhersehung, genug Länder und ein Payoff. Was wir natürlich hier wollen, ist Fires of Invention und ein viertes Land. Das ist definitiv haltbar. Und wir können jetzt hier einmal mit der Sphinx der Vorhersehung, weil wir sie auf unserer Starthand haben, Scry 3 anwenden. Mass Removal, einen Scry-Land, eine Sphinx. Nichts davon ist Fires of Invention. Das ist das Einzige, was uns bei dieser Hand wirklich fehlt. Deswegen alles runter. Meistens würde ich. Ach, okay, wir können gerade sehen, der Gegner spielt ebenfalls Fires of Invention. Wenn ihr da oben hinguckt, er hat ebenfalls zwei Sphinx der Vorhersehung auf der Hand. Das bedeutet, unser Ziel ist es, so schnell wie möglich unsere eigene Engine ins Laufen zu bringen und das schmetternde Signalhorn ist hier für uns nicht relevant. Deswegen alle drei Karten nach unten. Wir leaden mit Tempel des Triumphes, haben damit quasi Scry 4. Da ist Feuer der Innovation, das wollen wir auf der Hand haben und wir geben ab. Der Gegner darf hier theoretisch bis zu 6 runtergraben in sein Deck. Lässt 2 oben. Hat nur einmal Hellsicht 3 gemacht. So. Es ist unwahrscheinlich, dass wir gerechter Schlag oder Knochenmalmariese hier in Turn 2 brauchen. Da wir noch kein viertes Land haben, werde ich gleich sagenumwobener Durchgang verwenden. Um Turn 3 kein Tapped Land zu haben. Wahrscheinlich spielen wir dann den Knochenmalmer Riesen einfach als 4-3. Das Ziel wäre dann, ein viertes Land zu ziehen, möglichst ungetappt, damit wir Feuer der Innovation plus Sphinx der Vorhersehung spielen können und dann in der Folgenrunde Reiter der Flammen und Schaden machen. Was wollen wir hier an Ländern? Schwierig zu sagen. Die Liste hat deutlich mehr Doppel-Weiß. Brauchen wir das? Nee, sicherer ist hier die zweite Insel, damit wir notfalls Sphinx der Vorhersehung so ausspielen können. Dann spielen wir den Knochenmalmer Riesen, um den Gegner hier ein bisschen Druck zu machen. Und hoffen, ein Land zu topdecken.
Am besten als das Ungetappt kommt. Wir spielen verhältnismäßig viele Tapped-Länder, allerdings würde jeder sagen, wo eine Durchgang jetzt auch ungetappt kommen. Und im Mirror Match kommt es jetzt halt ein bisschen darauf an, wer hat die bessere Hand. Hier spielt ebenfalls ein Knochenmalmer-Riesen. Wir verzögern uns hier um eine Runde. Ich bereue gerade. Na, den zweiten Tempel lasse ich oben. Dann können wir nämlich auch Reiter der Flammen mit Feuer der Innovation spielen. Ich bereue gerade nicht doch Rot oder Weiß genommen zu haben, um den gegnerischen Knochenmalmer-Riesen töten zu können. Ich greife hier jedoch an. Lass und haben wir den Trade. Hätte er durchgelassen, wäre das, glaube ich, noch besser für uns gewesen, aber es war unwahrscheinlich. Gegner hat Feuer der Innovation und wird Sphinx der Vorhersehung hinterher spielen. Das brauchen wir nicht. Ab jetzt brauchen wir nicht mehr wirklich Länder. Jetzt kommt unser Feuer der Innovation. Und wir spielen was defensiv. Aber wenn der Gegner einen Teferi hat, dann können wir immer noch. Die Frage ist, wollen wir Sphinx der Vorhersehung hier töten? Reiter der Flammen eher für den, als Überraschungsmoment offen haben, weil der dann auch Eile geben kann. Ja, wir gehen mal die Route. Wir töten die gegnerische Sphinx, sodass der Gegner hier seine Hand nicht mit Hellsicht noch weiter verbessern kann. Und der aktuelle Plan wäre gleich Reiter der Flammen plus Sphinx zu spielen und den Effekt von Reiter der Flammen direkt nutzen zu können. Sehr gespannt, was der Gegner hier hat. Kenrith wäre ziemlich schlecht. Ja, Reiter der Stürme blockt vernünftig und sorgt dafür, dass er hier nochmal seine Hand etwas manipulieren kann. Ich glaube jedoch, Kenrith wäre deutlich schlimmer gewesen. Oh, yep, aua. Ja, die Kombination ist ganz gut. Unser Gegner hat nun außerdem drei Länder im Friedhof, was für den zweiten Effekt von Reiter der Flammen auch sehr relevant ist. Und damit sind wir eigentlich so gut wie tot. Was können wir tun? Wir machen hier keine 20 Schaden, so wie ich das sehe. Wir machen hier 8, wir machen 6, 14 Schaden machen wir hier. Können Reiter der Flammen töten. Reiter der Stürme blocken mit Sphinx. Dann hat unser Gegner immer noch Reiter der Stürme. Wir könnten Reiter der Flammen töten. Wir kriegen 3 Schadenspunkte, gehen runter auf 2. Bouncen Reiter der Stürme, auch nicht wirklich schön. Aber wir probieren es einfach mal. Moment, ist das. Allen Gegnern und allen Planeswalkern. Ja, wir spielen trotzdem erst Teferi. Denn vielleicht ziehen wir ein Mass Removal Spell. Ja, nee, das Spiel ist so gut wie gelaufen. Gerechter Schlag. Wir nehmen den Schaden. Wir behalten das Land für Reiter der Flammen auf der Hand, würden das dann abwerfen. So, jetzt brauchen wir hier nur noch einen Kenrith oder einen weiteren Reiter der Flammen und wir sind tot. GG. Und auf in die zweite Runde des Best of Threes. Interessant, dass es immer bei den Turnieren leckt. So, wir wollen auf jeden Fall Entzauberung. Wir wollen Kriegsboss der Legion, um Druck zu machen. Und den Rest gucken wir uns gleich mal an. Schmetterndes Signalhorn.
Packen wir raus. Wir probieren hier Aggro zu spielen. Zeitlöschung kann raus. Der Riese ist nochmal ganz interessant. Gerechter Schlag ist eigentlich auch Quatsch hier. Auf Mystic Hütte ist Put gehen. Karte ist halt eher drin, um gegen Simic Flash und ähnliches da zu sein. Um Counter Wars gewinnen zu können. Ja, okay, Entzauberung. Kriegsboss der Legion. Dann lassen wir ein bisschen Spot Removal noch drin. Sakrales Dekret sehe ich hier nicht als sinnvoll an. Damit können wir im Grunde nur Reiter der Flammen töten. Wisst ihr was? Wir tun zweimal gerechter Schlag doch raus und packen dafür schmetterndes Signalhorn rein. Für die gegnerischen Kriegsbosse. Und die Lifelink-Klausel ist für uns auch ganz interessant. Okay, und damit gehen wir in Game 2. Was war das? Bin sehr gespannt, ob man das später in der Aufnahme hört, aber da war ein seltsamer Audio-Bug. Die Hand ist scheiße. Boah, schon wieder. Was ist denn da los? Okay. Sphinx der Vorhersehung ist hier sehr schön. Kriegsboss der Legion ebenfalls. Das Ziel wäre es, blau mit der Sphinx zu finden. Also wir müssen auf jeden Fall nach Ländern gucken. Dann lege ich eine Ebene weg. Und unser Ziel ist es hier, blaue Mana-Quellen zu finden. Keine einzige, also alles weg. Ist ungünstig, wir haben einen Draw. Unser Gegner hat Sphinx der Vorhersehung nicht genutzt, oder kommt das noch? Achso, kommt noch. Er macht es wieder nur einmal, warum? Gibt es irgendeinen Grund, warum man das nur einmal machen sollte? Also meines Wissens nach kann er mit zwei Sphinx der Vorhersehung auf der Hand das zweimal machen. Oh, alle drei oben. Das ist kein gutes Zeichen. Unser Ziel ist es hier, den Gegner mit Kriegsboss der Legion einfach möglichst schnell kaputt zu machen. Das klappt natürlich nur, wenn wir jetzt ein Land ziehen, das ungetappt kommt. Man könnte ja meinen, wenn man die obersten drei Karten... Oh, Glück gehabt. Okay. Wir hätten natürlich gerne in der letzten Runde schon mal die Möglichkeiten verwendet. Ich bin aber gerade einfach nur froh, dass wir das Land gefunden haben. Frage ist, wird unser Gegner hier gesideboardet? Kann er da vernünftig drauf reagieren? Gerechter Schlag hat er noch drin. Okay. Komm, wir topdecken einfach noch ein Land von oben. Ja, könnte schlimmer sein. Was ist deine Antwort, Gegner? Feuer? Ja, scheiße. Ich würde sagen, wir bouncen Sphinx. I know my responsibility. Oh, I've done the hero thing before. Sehr schön. Noch ein Reiter der Flammen bringt uns gerade nichts. Was machen wir nächste Runde? Wir spielen Feuer der Innovation plus eine weitere Karte. Das bedeutet, wir haben maximal ein Mana über. Wir brauchen aber auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall fünf Länder, über kurz oder lang. Also nächste Runde Feuer der Innovation plus Sphinx wahrscheinlich. Dafür machen wir in der Runde nochmal ordentlich Schaden. Und wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir mit Reiter der Flammen alle Goblins pumpen können, dann wäre das gut. Frage ist, was hat unser Gegner jetzt hier? Worst Case wäre natürlich schmetterndes Signalhorn. Zeitlöcher, ähnlich schlecht. Was ist der Follow-up hier?
Reiter der Flammen. Das ist ähnlich scheiße. Mein neuer Plan ist Feuer der Innovation. Also Land ziehen, Feuer der Innovation, Reiter der Flammen, Rest der Karten abwerfen und hoffen. Ich meine, der Gegner ist auf 11 Lebenspunkte. Das ist nicht allzu viel. Ja, das, auch das Spiel ist im Grunde vorbei. Wir legen hier sowas wie einen Blocker. Der Gegner hat aber auf jeden Fall auch wieder zwei Kreaturen. Er kann pumpen. Wenn er nur eine weitere dabei ist, sieht es schlecht aus. Wir verwenden hier Teferis Plus, aber der wird nicht relevant sein. Let's try this. Das beginnt ja super. Immerhin habe ich das Gefühl, das richtige Deck gewählt zu haben. Ich stehe anscheinend mit meiner Wahl auch nicht als einziger da. Und ja, das Problem an Mirror Matches ist halt auch, ne, eine etwa 50-50 Win-Chance. Wir müssen Reiter der Flammenschamp blocken. Scheint keine weitere Kreatur zu haben. Wenn wir den Landtop decken, haben wir immer noch nicht genug Power. Doch, vielleicht mit dem Kenref? Moment, wenn wir einen Landtop decken. Reiter der Flammen, werfen zwei Karten ab. Finden einen weiteren Reiter der Flammen. Ja doch, also die Abschaden werden drin. Aber wir brauchen halt ein Land jetzt. Das müsste nicht mal umgetappt kommen. Ja, und Feuer der Innovation wird gebounced und das Spiel ist vorbei. So, mal gespannt, ob das ein sehr, sehr kurzes Turnier wird. Es wäre sehr schade. Aber 0-1. Und ich würde sagen, es geht nahtlos weiter. Oh, haben sogar Belohnungen dafür bekommen. Runde 2. Fuyurobu mit Chandra Avatar. Unser Gegner darf entscheiden. Boah, was ist denn hier mit dem Audio los? Also ich weiß nicht, ob das ein Problem an meinem Computer ist, aber ich bemerke das zum ersten Mal, oder ob das ein Problem mit MTG Arena ist. Falls ihr das nicht hört, einfach ignorieren. Und das sieht mir nach einem Kontrolldeck aus, wahrscheinlich blau-weiß Kontrolle. Wir haben bereits ein Feuer der Innovation. Und Teferi sollte uns recht gut vor Countern schützen. Was war das jetzt eigentlich? Warum hatten wir kein Scry? Habe ich irgendwas verpasst? Mill? Okay. Tapland Go. Turn 3, Teferi Bounce, denke ich mal. Beziehungsweise, ich gehe davon aus, dass wir Teferi spielen und er gecountert wird. Nee. Das ist echt ein Mill-Deck. Interessant. I'm known for my excellent timing. Weil wir hier gegen Blau spielen.
möchte ich Teferi ganz gerne auf dem Feld behalten. Außerdem haben wir schon Möglichkeiten, den Langfinger auf Dauer loszuwerden. Das ist in Ordnung. Und so ist der Teferi. Wir holen uns einen Mountain raus, sodass wir auch bereit wären, Reiter der Flammen nächste Runde hart zu casten. Feuer der Innovation. Dovins Veto. Okay. Ja, dann ist der Plan gleich, im Grunde einfach Reiter der Flammen zu casten. Zahlen zwei Lebenspunkte, casten den Reiter, gucken, was die Antwort unseres Gegners darauf ist. Drei Handkarten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir schmetterndes Signalhorn in diesem Matchup nicht wirklich brauchen. Teferi ist sicherlich immer noch praktisch, wenn wir später Double spellen können. Tempel der Eingebung. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir drei Karten abwerfen, dass wir da drei... ist das für Mill schon relevant? Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch ein Land ziehen, war recht hoch, deswegen habe ich gesagt, mache ich. Was hier natürlich auch interessant ist, ist, dass wir jetzt schon... drei... vier? Vier Länder im Friedhof haben für Reiter der Flammen. Okay, wird gebounced. Bibliothek kommt 33. Das waren noch mehr Länder. Ah, der schauerliche Langfinger wird wahrscheinlich nicht so tragisch sein auf Dauer. So, Reiter können wir noch nicht mit Eile spielen. Also spielen wir einfach einen Reiter. Dampfschlöte tappt. Ich will nicht ausgemildert werden. Landen schon genug Karten im Friedhof. Und mit Reitern auf der Hand bin ich eigentlich zufrieden. Nächste Runde hätten wir halt die Möglichkeit, Reiter zu spielen und Reiter zu aktivieren. Okay, unser Gegner hat 3x3 Salamfinger. Das ist natürlich ungünstig für uns. Der Gegner könnte uns nächste Runde mit 3 Langfinger töten. Super toll. Mich nervt ein bisschen, dass ich glaube, dass das eigentlich gar kein schlechtes Matchup für uns ist und unser Gegner einfach 3x3 Langfinger hatte. So, wie machen wir das? Teferi, Bounce und Sphinx der Vorhersehung bringen uns hier, glaube ich, am weitesten. Weil wir dürfen nicht durch die dreisten Langfinger sterben. Das ist interessant. Dadurch, dass der Gegner, den ich vorher ausgespielt hat. Ich hätte gedacht, der Gegner spielt das vorher aus. Okay, dann spielen wir gerechter Schlag auf 30 Langfinger. Und ab dem Teferi, dann überlebt er nämlich die ganze Runde. Und wir kriegen maximal 3 Schadenspunkte diese Runde. Und haben unserem Gegner nicht den dreisten Langfinger zurück auf die Hand gegeben. Wie viele Karten sieht unser Gegner hier? 4.
Bisschen was von dem Dwarf Deck. Aber anscheinend ein effektives. Ich finde es sehr, sehr schade, wenn dieses Turnier einfach mit einem 0-2 endet. Das ist aber das Problem, wenn man Runde 1 verliert, hat man den Rest des Turniers Sorge, dass es das war. Wie viel mit der? 2. Ist ja nicht viel ändern. Zählt ihr das irgendwie? Mir fehlt bei dem Reiter der Flammen ein Counter, wie viele Länder ich im Friedhof habe. Man bringt mir auch nichts, wenn ich Reiter der Flammen nicht selber irgendwie töten kann. Ist auf jeden Fall eine Menge. So. Reiter der Flammen und gerechter Schlag. Oder Reiter der Flammen und Angriff. Ich bin für Reiter der Flammen und gerechter Schlag. Obwohl, lass uns das nochmal durchrechnen. Also er wird Teferi töten können. Wenn ich 20 Schadenspunkte machen will, dann müsste ich jetzt, könnte ich jetzt für 7 angreifen. Gibt er Trampel? Ne, gibt gar kein Trampel. Ne, dann ist egal. Trampel war Kenriff, ne? Ja, Trampel war Kenriff. Hier bestätigen wir 0. Töten, da ist der Langfinger. Mein Anti-Miltech habe ich natürlich diesmal nicht dabei. Ich hab schon Kenriff in meinem Friedhof. Ja, da irgendwo. Ich finde ja, Kenriff sieht sehr aus wie King Arthur aus Monty Python. Ich finde, das passt sehr gut. So, sind wir schon tot? Ja, wir sind tot. Okay, das lief kacke. Um es kurz zu sagen. Was tun wir, damit es nicht mehr so kacke läuft? So, auf jeden Fall mystischer Disput, weil unser Gegner im Grunde hauptsächlich blau spielt. Teferi ist hier klasse. Signalhorn finde ich eigentlich nicht schlecht. Gerechter Schlag finde ich nicht so dolle. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir Zeitlöschung hier nicht brauchen. Entzauberung kann wahrscheinlich nicht schaden. Wollen wir Kriegsboss der Legion für Druck. Reichsmantelriese kommt raus. Zwei Karten, die wir noch reintun können. Ja, die Sphinx und der Reiter blocken eigentlich ganz gut. Entzauberung oder zwei Kriegsbosse? Ja, aber wir haben mehrere 1-2er und 0-4er gesehen im Mill-Paket. Da laufen unsere 1-1er Goblins natürlich ganz schön gegen. Also gehen wir lieber auf die Entzauberung, um den Hauptplan, den Millplan zu unterwandern. Wir wollen zuerst spielen. Wir haben Teferi, wir haben Mystischer Disput, wir haben einen Removal Spell. Turn 1 würden wir uns eine blaue Quelle suchen. Turn 2 hätten wir Mystischer Disput und Knochenmalmariese offen. Also und oder? Nee, oder. Ja, halten wir. Und Gegner ist dran. Mild uns um 2. Wir suchen uns vorher eine Insel raus. Das war unwahrscheinlich, wäre aber irgendwie bitter, wenn er uns die beiden Inseln nimmt. Da war ein Feuer.
nehme hier die zwei Lebenspunkte. Sind wir bereit, entweder etwas zu countern oder was wegzuschießen. Wenn unser Gegner hier die zwei Mana Enchantment spielt, würden wir die countern. Gegner greift an, damit können wir leben. Entschuldigung. Kurz Nase putzen. Weiter geht's. Nochmal Entschuldigung. Verwenden wir hier den Knochenmalmer-Riesen. Ich sage ja. Einfach um den gegnerischen Counterspell rauszuholen, um Teferi spielen zu können. Okay, hier will ich Teferi noch nicht reinspielen. Stattdessen geben wir ihm erneut die Chance, den Knochenmalmer-Riesen zu countern, wenn er das will. So, uns fehlt ein zweites Blaues, um den Teferi vernünftig zu sichern. Wir greifen erstmal an und gucken, wie unser Gegner darauf reagiert. Gar nicht. Was hat er denn auf der Hand? Dann probieren wir es einfach mal. Wir sind leider sehr weit weg davon, Reiter der Flammen casten zu können. Absorbieren. Okay. Wir bräuchten ein Land, um Kenriff zu spielen. Das wäre schon nicht schlecht. Naja. Probieren wir den nochmal. Und greifen an. Oh oh. Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, erzeuge einen schwarzen Zombie. Und wir können nichts spielen. Geil! Okay, das war ein sehr, sehr kurzes Turnier. Gegen Oketra kommen wir an der Stelle, glaube ich, nicht mehr an. Vor allem, wenn wir nichts spielen können. Ein Angriff ist ja nicht sinnvoll, weil diese Karte Doppelschlag hat. Und damit war das wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr kurzer Qualifier. Ich freue mich allerdings auf das neue Standard. Jetzt ab dem 16. ist ja Feros oder Teros auf Arena verfügbar. Und dazu werde ich dann auch nochmal ein paar neue Videos rausbringen, neue Decktags. Mich erneut in Mythic hochspielen, um am nächsten Qualifier ebenfalls teilnehmen zu können, der dann hoffentlich besser läuft. Wir spielen ja noch den Kenriff. Gegner, wir können immer noch hoffen, dass der Gegner nichts hat. Ist unwahrscheinlich, aber ne, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, auf jeden Fall, wenn jetzt Teros rauskommt, möchte ich nochmal ein paar mehr Videos machen. Sowohl Bruce als auch potenzielle Metadecks. Ich muss mal sehen, wie viel sich tatsächlich verändern wird. Die ein oder andere interessante Karte gab es ja bereits zu sehen. Können wir hier was Sinnvolles tun? Wir können Lebenspunkte bekommen. Könnten theoretisch Karten ziehen. Reiter der Flammen können wir nicht aktivieren. Mystischer Disput könnten wir uns allerdings offen halten. Auch noch angreifen, ne? Sollte unser Gegner echt gar nichts haben? Wir greifen mal an mit allem, was wir haben. Denn wir können hier genug Lebenspunkte wiederbekommen durch Kenriff. Trampelschaden und eine.
Lustigerweise auch für unseren Gegner. Springbrunnen tappt. Und wir können jetzt eine blaue Karte countern und 5 Lebenspunkte erhalten. Der 1-1er tötet uns nicht, so wie ich das sehe. Wir gehen hoch auf 9, unser Gegner greift an für 7. Ha! Wäre lustig, wenn das noch gereicht hätte. Das werden wir countern. Kann der Gegner unseren Counter countern? Weil ansonsten wird es halt schwierig, wenn er uns Kenriff bounced, können wir in der nächsten Runde nicht noch mehr Lebenspunkte bekommen oder uns Trampel geben. Achso, ja, oder der Gegner zahlt einfach. Hm. Ganz kurz war ich optimistisch. Und das war's. 2-0 in diesem Turnier. Ich bin mal gespannt. Wenn ihr selber teilgenommen habt, schreibt mal, wie weit ihr es geschafft habt. Mein Rekord hier gerade zu überbieten wird nicht ganz so schwer sein. Und sagen wir so, immerhin habe ich die Hüllen bekommen. Gucken wir mal, ob man die direkt kriegt. Preise abholen. Gibt keine Preise. Zumindest keine offensichtlichen. Okay, also irgendwann demnächst sollte ich dann auch die entsprechenden Hüllen dafür bekommen. Schade. Dann bis zum nächsten Turnier. Bis zum nächsten Deck-Tag. Und viel Spaß beim Spielen.